Hallo und herzlich willkommen zu RNF Sport Extra, die Mannheimer Adler auf ihrer Reise durch die Playoffs Teil 3. Im Viertelfinale waren die Nürnberg Ice Tigers erneut zu Gast in der SAP Arena und dabei standen diese Herren im Mittelpunkt. Leider darf man hinzufügen, aber nicht zum ersten und leider wohl auch nicht zum letzten Mal. 4 Tage zuvor hatten die Adler an gleicher Stätte das erste Spiel knapp mit 2:1 gewonnen. Am Freitagabend bei Nürnberg zu Hause erfolgreich. Die Serie stand also 1:1. Die Adler wie in den vorangegangenen beiden Spielen mit dem besseren Start. 2. Minute, erste Möglichkeit für Glenn Metropolit. Szenen wie diese hatte es Nürnberg zuhauf gegeben, als die Adler zahlreiche Möglichkeiten nicht verwerten konnten. Wie überhaupt diese Viertelfinalserie bislang immer das gleiche Drehbuch aufweist. Mannheim mit mehr Puckbesitz und mehr Torchancen, Nürnberg mit einer höheren Effizienz. Und genauso war es hier auch in der Anfangsphase, die Ice Tigers offensiv nicht zu sehen und hinten mit allem, was ein fränkisches Trikot anhatte, am Verteidigen. Dennoch ergaben sich gute Möglichkeiten für die Gastgeber, wie diese hier für Andrew Chutry in der 8. Minute. Und das war ein Hochkaräter. Denn hier kam Chutry völlig frei zum Schuss. Nürnbergs Torwart Jochen Reimer rechtzeitig unten. Kurz danach war dann allerdings Platz auf dem Eis und den nutzte Mannheim dieses Mal eiskalt. Als Glenn Metropolit für die Adler und Ivan Kaufmann für die Ice Tigers auf der Strafbank saßen, eröffnete Sinan Akhtar den Torreigen. Glänzend vorbereitet von Jochen Hecht, der mit einer kurzen Bewegung den Nürnberger Verteidiger zur Seite zieht. Damit war der Platz da für Akhtar. Die Adler im 3. Spiel zum 3. Mal mit 1:0 in Führung. Dieses Tor sorgte natürlich für Begeisterung in der ausverkauften Arena und es dauerte keine 60 Sekunden. Dann folgte der nächste Höhepunkt, als Bobby Raymond seinen Kollegen John Rowe auf die Reise schickte Richtung Frankengehäuse. Der konnte zwar den Puck nicht unterbringen, wurde aber klar behindert und das heißt im Eishockey Penalty für Mannheim. Herausragend dabei der Einsatz von Bobby Raymond. John Rowe also gegen Jochen Reimer und dieses Duell gewann der Nürnberger Keeper. Der Versuch von Rowe eigentlich gut. Er wollte den Puck durch den Schoner des Ice Tigers Torwart schieben. Weiter 1:0 Mannheim. Die Reaktion auf den Tribünen, aber was Rowe nicht gelang, passte dann bei Matthias Plachter 4 Minuten später. Und zwar in Form des 2. Mannheimer Tores. Dieser Matthias Plachter, ein Mannheimer Eigengewächs, ist in dieser Spielzeit spielerisch geradezu explodiert. Das 2:0 war zudem bereits sein 3. Playoff-Tor und es war eines voller Klasse. Kein Wunder, dass die Co-Trainer jüngst davon sprachen, dass der 23-Jährige über den härtesten Schuss im Team verfügt. Der hier war nicht hart, er passte aber genau, leicht abgefälscht noch, vom Teamkollegen Kai Hospelt. Um nicht in den Verdacht der einseitigen Berichterstattung zu kommen, es gab bis dahin nichts, was man hätte zeigen können von den Gästen. Das änderte sich danach aber ganz schnell. In die lauten Freudengesänge der Adlerfans fuhr Nürnberg dieses Break. Und dass sie effizient sind, das weiß man in Mannheim mittlerweile. Es war die erste Chance überhaupt für die Franken und schon waren sie wieder im Spiel. Und in der Halle wurde es ruhig. Natürlich muss man sagen, wurde dieser Treffer von der besten Nürnberger Sturmreihe erzielt. Torschütze Patrick Reimer. Diese Ice Tigers sind unglaublich gefährlich, wenn man ihnen Platz gibt. Mannheims Trainer Jeff Ward, mit selten zu sehenden Emotionen, aber seine Mannschaft wirkte in keinster Weise geschockt von diesem überraschenden Tor aus dem Nichts. Aber sie waren dann kurz vor Ende des 1. Drittels in Unterzahl. Es folgte eine Strafe in gleich zweifacher Hinsicht. Denn Jamie Tardif, der für einen alles andere als regelwidrigen Check bestraft wurde, musste in die Kabine und kam nicht wieder. Er hatte sich am Kopf verletzt und wird heute untersucht. Bitter für die Adler, schön für sein Team, denn Nürnberg hatte die erste Überzahl 7 Sekunden vor der Pausensirene und kassierte dabei fast das 3. Gegentor. Denn John Rowe war auf und davon, aber kam wieder nicht an Jochen Reimer vorbei. Der besonders im 2. Spiel 48 Stunden zuvor der beste Spieler seines Teams war.
Dennoch schickte Mannheim die Nürnberger mit einem Rückstand in die Kabine. Die Adler begannen das zweite Drittel nach der Strafe gegen Tardif in Unterzahl, und zwar mit einem Mann weniger. Das muss man in diesem zweiten Drittel dazu sagen, denn es dauerte nicht lange, da waren es dann zwei Adler, die nur zuschauen konnten von der Strafbank. Es erwischte Jochen Hecht, und das hieß fünf Nürnberger Feldspieler gegen drei aus Mannheim, und zwar für 26 Sekunden. Es war der Auftakt von zahlreichen Powerplays für die Gäste, und schon da zeigte sich, warum die Adler während der regulären Saison das beste Unterzahlteam waren. Allerdings, je nach Betrachtungsweise, spielten die Adler das richtig gut oder mit Nürnberger Augen so bitteschön nicht. Kaum waren die Gastgeber wieder zu viert, traf es den Nächsten. In diesem Falle Frank Mauer. Viele dieser Strafen, die im zweiten Abschnitt gegeben wurden, kann man durchaus geben bei äußerst peinlicher Regelauslegung. Dazu zählt auch diese Aktion von Mauer. Man muss sie aber nicht geben. Die Adler zum zweiten Mal mit zwei Mann weniger, jetzt für 44 Sekunden, und da hatten sie dann richtig großes Glück. Denn der Schuss von Klubbertanz landete am Pfosten des Mannheimer Tores. 24 Minuten waren gespielt. Mannheims Torwart Dennis Endras hätte hier keinerlei Chancen gehabt. 4 Minuten später, ausnahmsweise, standen sich mal 5 gegen 5 gegenüber. Da starteten die Adler den ersten vernünftigen Angriff. Und er saß, und wie er saß. Ein Treffer, der mit unbändigem Willen erzielt wurde. Vorbereitet von Kapitän Markus King, vollendet von Glenn Metropolit. Der 40-Jährige war in den Playoffs bislang kaum aufgefallen. Und auch das erste Drittel war nicht seins an diesem Tag. Aber in dieser 28. Minute zeigte er seine ganze Klasse und Wucht. Ein klassisches Give and Go von Metropolit und King. Die Halle bebte im Jubel, und sie bebte, als in der nächsten Szene erneut Jochen Hecht zum Zuschauen verdammt wurde. Das alles noch immer in der 28. Minute, und genau wie zuvor bei Frank Mauer. Wenn du jeden Buchstaben des Regelwerks auseinander nimmst, kannst du so eine Strafe geben. Nur sowas passiert in jedem Spiel dutzende Mal, würde man immer pfeifen. Halleluja, deutsches Eishockey. Eine Überzahl als Vorteil für Nürnberg? Von wegen. Denn Markus King zeigte auf seine Weise, was er von dieser Strafe hielt. King auf und davon, der Rest war pure Begeisterung. Aber auch da wieder das gleiche Spiel. Gefeiert wird vornehmlich der Torschütze. Aber mindestens so viel Ehre und Ruhm gebühren auch dem Vorbereiter Andrew Chutry. Der nämlich erkämpfte sich die Scheibe und legte sie Markus King auf den Schläger. Playoffs, das ist auch und manchmal ganz besonders die Zeit der Unsung Heroes. Und dazu gehört Andrew Chutry allemal. Soweit die schöne Seite aus Mannheimer Sicht in diesem mittleren Abschnitt. Die andere Story war die über die Herren Pischacek und Schimm, die beiden Schiris an diesem Sonntagnachmittag, die es offenbar besonders genossen, im Mittelpunkt zu stehen. Denn der nächste Pfiff traf wen wohl? Genau, Mannheim. Und der war vorsichtig formuliert eine Frechheit. Andrew Chutry wanderte wegen Behinderung auf die Strafbank. Sorry, liebe Leute, sowas wird nicht mal im Basketball gepfiffen. Das war schlichtweg ein Treppenwitz. Und weil es so grausig war, die nächste Strafe gleich hinterher. Noch immer saß Chutry draußen. Vielleicht dachten die Schiris ja, er wäre einsam dort und wollten ihm daher einen Spielkameraden dazuschicken. Unparteiisch also mit hoher sozialer Kompetenz. Was Eishockey angeht, ist es aber nicht so weit her mit dieser Kompetenz. Christoph Ullmann traf es in diesem Fall. Am Ende dieses zweiten Drittels dann aber eine großartige Leistung der Pfeifenmänner. Sie hatten tatsächlich das vermeintliche Schlittschuh-Tor von Steven Reinbrecht gesehen. Zwar schauten sie sich diese Szene ein paar Mal an, aber an der Entscheidung gab es überhaupt keinen Zweifel. Das war eine absichtliche Bewegung des Schlittschuhs hin zum Puck.
Die Entscheidung konnte nur lauten, kein Tor. Und damit die Adler mit einer 4:1 Führung nach zwei gespielten Abschnitten. Ein aufregendes Drittel-Playoff-Eishockey mit ganz schwachen Schiedsrichtern. Nicht mal 5 Minuten standen sich nämlich 5 gegen 5 gegenüber. Im letzten Drittel ging das Elend mit Namen Pischacek und Schimm leider weiter. Nach 44 Minuten musste zum 3. Mal Christoph Ullmann runter, dann folgte Glenn Metropolit in der 47. Minute. Wenn das eine Hobbyliga wäre, hätte man ja noch darüber lachen können. Aber das war eine Veranstaltung, in der es auch um viel Geld ging. Vor 13.600 Zuschauern, die Geld für Eishockey gezahlt hatten und nicht, um den Auftritt von Schiedsrichtern zu sehen. Mannheim also mal wieder in Unterzahl. Und wieder machten sie das gut, obwohl bei den Ice Tigers merklich die Luft raus war. Die glaubten einfach nicht mehr an eine Wende. Es war die 8. und letzte Überzahl für die Ice Tigers, die genauso verpuffte wie die 7 zuvor. Und das ist auch wieder so eine Story. Nürnberg gehörte zu den besten Überzahlteams in der Vorrunde. Davon war an diesem Nachmittag absolut nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Die Adler waren dann in der 50. Minute wieder vollzählig und dann ging es endlich mal wieder in die andere Richtung. Und Markus King hatte die nächste Gelegenheit. Da hätte er selbst schießen müssen, statt abzulegen. Die Szene läuft weiter aus gutem Grund. Der erste Versuch eben war nicht drin, der zweite aber dann doch. Frank Mauer, der Schütze des 5:1. Vorangegangen war ein allerdings bemerkenswerter Monstercheck von Glenn Metropolit. Frank Mauer, der die ersten beiden Spiele ausgemustert war von den Trainern und alles andere als amused darüber war, mit seinem Treffer. Nicht nur deswegen tat er dem Mannheimer Spiel gut. Es war natürlich die endgültige Entscheidung, aber längst noch nicht alles, was man zeigen muss aus diesem Spiel. Es war der beste Mannheimer Auftritt in den Playoffs bislang. Denn sie hatten weitere Möglichkeiten wie diese hier von Steve Wagner. Der ein kleiner Meinungsaustausch von John Rowe und Tim Schüle folgte. Beide konnten dann 2 Minuten durchatmen und zwar auf der Strafbank. Die kleinliche Pfeiferei erwischte dann aber auch mal die Nürnberger, was selten genug der Fall war in diesem Spiel. Patrick Bussas musste nach 55 Minuten raus. Platz nun also für das insgesamt 3. Powerplay der Adler, die genau 1:16 benötigten, um die Scheibe hinter Jochen Reimer zu bringen. Danny Richmond, der Schütze des 6:1. Es war eine kleine Zugabe für die Gäste, die ziemlich demoralisiert wirkten am Ende des Spiels. Und Richmond alle Zeit dieser Welt gaben, um einzunetzen. Man kann es nicht oft genug sagen. Das Ergebnis ist in der entscheidenden Saisonphase völlig Schnuppe. Genauso kann man aber auch gleich hinzufügen, eine 1:6 Niederlage tut mal richtig weh. Vor allem, wenn man sich mehr ausgerechnet hatte. Und das war bei den Nürnbergern ganz sicher der Fall. Die Adler waren zum ersten Mal im Playoff-Modus, genauso wie dieser junge Mann. Gleich hier Stimmen zum Spiel.